12 deutsche Großstädte sind von der Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen. 5 davon liegen in NRW, mit Dortmund und Duisburg, 2 davon im Ruhrgebiet. Die Lage spitzt sich hierzulande zu. Auf der einen Seite stehen die Menschen, die für sich und ihre Kinder ein besseres Leben wollen und dafür für deutsche Verhältnisse menschenunwürdige Umstände in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite die Stadtteilbewohner, die sich in ihren Stadtteilen nicht mehr wohlfühlen und mit Unverständnis und Ablehnung auf die neuen Nachbarn reagieren. Denn mit den Zuwanderern kam auch der Ärger. Müll, Ruhestörungen, erhöhte Kriminalität. Nicht nur Sprachprobleme und kulturelle Unterschiede zwangen Duisburg in die Knie. Die Stadt weiß schon lange nicht mehr, wie sie vor allem in Zukunft mit dem Zuwanderungsproblem umgehen soll. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat sich nun auch die Bundespolitik eingeschaltet. SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel hat während seines NRW-Besuchs heute in Duisburg Halt gemacht, um sich zusammen mit unter anderem den NRW-Ministern Ralf Jäger und Guntram Schneider vor Ort ein Bild zu machen und über die Problematik zu sprechen. Ein zynisches Bravo will man dagegen Berlin schreien. Doch letztendlich ist man hier froh, dass sich vielleicht endlich etwas tut und der Bund Verantwortung übernimmt. Der Beitrittsvertrag für Rumänien und Bulgarien trägt die Unterschrift von Frau Merkel. Sie hat auch eine Verantwortung für diese EU-Osterweitung, hier ganz konkret in Duisburg. Das heißt für mich, da muss eine finanzielle Unterstützung kommen, damit die Stadt hier Projekte auflegen kann für die Menschen, zwar für alle, die hier leben, damit der Zusammenhalt in diesem Stadtteil nicht zerbricht. Konkret heißt das bei der SPD die Förderung von sozialem Städtebau. Sie wollen das 1999 von der Regierung ins Leben gerufene Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt wieder aufstocken und so die Entwicklung in den betroffenen Stadtteilen fördern. Das heißt Errichtung von Schulen und Kindergärten, Ausbau und Sanierung der Infrastruktur sowie Schaffung und Erhalt von kulturellem Angebot. Wenn Sie eine verwahrloste Stadt haben oder einen verwahrlosten Stadtteil, dann haben Sie auch verwahrloste Köpfe und verwahrloste Seelen bei den Menschen. Und wenn Sie eine funktionierende Stadtgemeinschaft und Gesellschaft haben, wenn das Quartier funktioniert, dann funktionieren auch Menschen, die dort gut miteinander kooperieren. Deswegen sage ich nochmal, die Zielgruppe ist nicht nur die der Zugewanderten, sondern die Zielgruppe ist insbesondere auch die, die da bereits wohnen. Um dem Willen der Bundesfraktion Nachdruck zu verleihen, hat auch Thomas Oppermann, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion in Berlin, den Weg nach Duisburg gefunden. Er ist zuversichtlich, dass eine solche Förderungsmaßnahme den freien Fall Duisburgs schon bald stoppen kann. Das muss noch in diesem Jahr anfangen. Wir hoffen eine Entscheidung der Bundesregierung noch vor der Sommerpause. Und dann hätten wir die Voraussetzungen für ein besseres Quartiersmanagement auch hier in Duisburg. Bleibt zu hoffen, dass die Bundesregierung derselben Meinung ist wie ihre Opposition und man hier in Duisburg in der Lage ist, das Notwendige auch umzusetzen.